Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Osterfest steht heuer unter Vorzeichen, die noch vor wenigen Wochen unvorstellbar waren. Gottesdienste nur über Fernseher oder Internet, keine Familienfeiern wie gewohnt, keine Treffen mit Freunden. Gleichzeitig verspricht die Wetterprognose sonnige Tage, die zum Aufenthalt im Freien einladen. Damit stehen wir wieder vor der Herausforderung, die rechte Balance zu finden aus persönlicher Freiheit und Beschränkung sozialer Kontakte. Dies alles wird uns ein großes Maß an Selbstdisziplin abverlangen. Ich sage heute ganz klar, dies ist keine Schikane, sondern hat gute Gründe. Denn es geht um die Gesundheit und das Leben vieler Menschen. Sie haben bisher großartig mitgewirkt. Ein Vergelt's Gott dafür. Machen Sie so weiter. Wir alle sind Teil der Lösung, um das Virus zu besiegen. Halten Sie durch, bleiben Sie auch in den nächsten Tagen daheim und bleiben Sie gesund.